und herzlich willkommen hier bei cafotos.de zum nächsten Teil des Retouching Tutorials in Photoshop. Ich habe die Datei hier schon wieder geöffnet und bevor man mit der Bearbeitung anfängt, sollte man sich erstmal Gedanken machen, was möchte ich überhaupt bearbeiten. Und dazu hat sich für mich bewährt, dass ich mir das Bild anschaue und dann auf dem Bild selbst markiere, was ich auf jeden Fall ändern möchte. Dazu lege ich mir in aller Regel eine neue Ebene an, benenne die dann auch mit Notizen und wähle mir eine rote Vordergrundfarbe aus. Das geht ganz schnell. Ihr zieht hier nach oben, hier nach rechts oben und wählt einen Pinsel aus, den ihr so auf 8 Pixel und 100% Härte macht. Und deshalb habt ihr dann hier diesen wirklich schönen Pinsel, mit dem ihr euch markieren könnt, was ihr ändern wollt. Dabei markiere ich nicht die Dinge, die ich sowieso immer ändere bei einer Retusche, wie zum Beispiel die Haut abzupudern, sondern eher Dinge, die mich im Gesamtbild irgendwo stören. Ja? Also sehr starke Verunreinigungen, wie zum Beispiel jetzt hier unten. Das hier möchte ich auf jeden Fall entfernen, das markiere ich mir. Mir fällt direkt auf, wenn ich aufs Bild schaue, dass das etwas gedreht ist. Hauptsächlich an der Kante, entweder kroppen wir die nachher weg oder wir drehen das Bild einfach. Das sind jetzt die zwei Möglichkeiten, die wir hier eigentlich haben. Oder wir drehen nur diese eine Leiste später, das entscheiden wir dann bei Retusche, aber ich möchte auf jeden Fall, dass die hier nicht schief durchs Bild läuft. Des Weiteren fällt mir auf, dass hier oben ein Raster hier absteht. Das möchte ich vielleicht auch anlegen oder diesen Bereich hier eben auffüllen. Des Weiteren gefallen mir die Ohrläppchen hier nicht ganz so gut. Die wirken sehr dick in dieser Perspektive. Die möchte ich etwas abändern. Mir fällt auf, dass die Person insgesamt etwas hier von den Schultern her falsch steht. Ja, also würden wir das hier versuchen etwas auszugleichen. Wir würden auf jeden Fall noch hingehen und hier an der Nase vielleicht etwas schmäler machen, ja, sodass wir hier dann das noch markieren und eventuell noch in diesem Bereich was tun. Das wirkt irgendwie sehr leer hier. Da könnte hier noch etwas angebaut werden. Ja, ansonsten hätten wir hier noch was, was unbedingt weg muss. Und ansonsten denke ich, würde das sofern erstmal passen. Was man natürlich dann jederzeit machen kann, man kann auf dieser Notizenebene jederzeit wieder neu sich Markierungen machen. Und wenn man weiß, woran man arbeiten will, blendet man die einfach aus und dann sieht man das Bild wieder. Das zu den Vorarbeiten. Und im nächsten Schritt werden wir jetzt zunächst mal eine Kopie der Ebene anlegen mit Apfel J, um nicht auf der Hintergrundebene arbeiten zu müssen, und legen uns dann zunächst mal ein paar Ordner an. Die erstellt ihr, indem ihr hier unten einfach auf das Ordnersymbol klickt, und den ersten Ordner würde ich jetzt mal Retusche nennen. Da packe ich auch direkt mal diese Ebene rein und klappe den Ordner wieder zu und lege eine weitere Ebenengruppe an. Das heißt, die würde ich jetzt nennen Dodge and Burn. Ja. In der Retusche-Ebenengruppe wird sowohl das Verflüssigen stattfinden als auch die Retusche der Haut. Im Dodge and Burn arbeiten wir dann mit dem Licht. Hier oben würde ich dann Make-up nehmen und hier oben würde ich dann Bildlook als Bezeichnung nehmen. Und in diese Ordner können wir dann unsere einzelnen Einstellungsebenen später einordnen, um dann jederzeit den Bildlook, das Dodge and Burn ausschalten zu können und so weiter und so fort. Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, dass man sich eine Ordnung in der Ebenenstruktur anlegt. Gerade wenn man ein Bild lange Zeit später wieder öffnet, sollte man insbesondere zunächst mal die Ebenen benennen und natürlich auch
wie gesagt, einordnen, um dann schnell nachvollziehen zu können, wo sich hier irgendwas befindet. So, einen Ordner haben wir noch vergessen, das macht nichts, den legen wir nachträglich an, klicken noch einmal, benennen das Ganze dann auf Haut abpudern und schieben uns das hier nach unten, denn es kommt nach der Retusche. Wie ihr die Ordner benennt, ist prinzipiell total egal. Hauptsache, ihr wisst danach, was damit gemeint ist. Also ich könnte das Ganze auch einfach als Haut glatt machen bezeichnen. Ja, ja, das soll es von diesem Video gewesen sein. Im nächsten Video schauen wir uns dann schon an, wie man mit dem verflüssigen Filter arbeitet. Spannendes Thema. Und genauso schauen wir uns an, wie ich mit der Hautretusche beginne, worauf ich achte und in welcher Zoomstufe man das tun sollte. All diese Dinge erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich einfach ciao, abonniert den Kanal und teilt das Video, sodass ihr immer auf dem Laufenden seid. Bis dahin, viel Spaß beim Üben. Ciao.